Christian Leopold von Buch, Geologe und Paläontologe, 1795 Wenderstraße 37. Leopold von Buch, Christian Leopold Freiherr von Buch, geboren am 26. April 1774 in Stolpe an der Oder, gestorben am 4. März 1853 in Berlin, war ein Geologe und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter seines Fachs im 19. Jahrhundert. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet Buch. Leben und Wirken. Von Buch entstammte einem alten Adelsgeschlecht aus der Uckermark. Er studierte gemeinsam mit Alexander von Humboldt an der Bergakademie Freiberg bei Abraham Gottlob Werner, dem Begründer der Geognosie in Deutschland. Als Werners Schüler war er anfänglich ein Anhänger des Neptunismus, änderte jedoch später seine Ansicht und wechselte zum Plutonismus über. Vom Buch bereiste er weite Teile Europas und gilt als einer der ersten geologischen Feldforscher. Das Hauptaugenmerk seiner breit angelegten geologischen Studien galt zunächst dem Phänomen des Vulkanismus. Später wandte er sich der Fossilienforschung zu. Er prägte den Begriff Leitfossil und gilt als einer der Begründer der Stratigraphie. Als eine seiner bedeutendsten Leistungen gilt seine 1839 in Buchform veröffentlichte wissenschaftliche Definition des Gesteinssystems des Jura. Er führte 1822 den Begriff des Keupers, obere Trias, in den wissenschaftlichen Sprachgebrauch ein, verwendete ihn jedoch als Name für ein Gestein, das er dem Buntsandgestein unteres Trias zuordnete. 1826 veröffentlichte er die erste vollständige geologische Karte von Deutschland. Seine geologische Beschreibung des Tals der Caldera de Taburiente auf der Kanareninsel La Palma führte den Begriff Caldera als vulkanischen Einsturzkraters in die Erdwissenschaften ein. Später stellte sich jedoch heraus, dass diese Typlokalität keine Caldera im eigentlichen Sinne ist. Von Buch verstarb am 4. März 1853 im Alter von 38 Jahren in Berlin. Nach ihm ist die jährlich vergebene Leopold von Buch-Plakette der Deutschen Geologischen Gesellschaft benannt, deren Mitbegründer er war. Leopold von Buch ist begraben auf dem Erdbegräbnis der Familie von Buch im ehemaligen Stolperpark. Ehrungen. Am 31. Mai 1842 erhielt von Buch gemeinsam mit anderen den erstmals verliehenen Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste. Im selben Jahr wurde er mit dem Wollaston Medal der Geological Society of London ausgezeichnet. Zum Gedenken an seine Verdienste beim Verständnis von Vulkankratern wurde der Buchkrater auf dem Mond nach ihm benannt. Ein Intercity-Express und mehrere Straßen tragen seinen Namen. Auch im Epitheton verschiedener Pflanzenarten, beispielsweise Lavendula buchii von den Kanarischen Inseln, wurde er geehrt. Die Leopold-von-Buch-Plakette der Deutschen Geologischen Gesellschaft ist ihm zu Ehren benannt.